Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Heute Automobilista 2 und heute sitzen wir im Ballermann schlechthin. Wir fahren nämlich heute Ultima GTR und das Ganze in Joyana. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Viel Spaß. So, los geht's. 9 Uhr morgen. 9 Uhr morgens ist eingestellt. Leicht bewölkt. Und wir haben einen kleinen Track Day vor uns. Denn ich wollte mal den Ultima auspacken. Das ist bisher das einzige Straßenauto in Automobilista 2. Wir wissen aber durch die Roadmap, dass da in Zukunft noch weitere Folgen werden. Denn es wird ein Supercar-DLC geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Denn es wurde schon gesagt, dass man da in Zusammenarbeit mit Slucky Mad Studios auf deren 3D-Modelle zurückgreifen möchte. Da macht man Sounds und Farbphysik wahrscheinlich alle selber, aber die 3D-Modelle, die ja in Project Cars 2 sehr hochqualitativ sind, die will man dann als Basis benutzen, um darauf dann Content für Automobilista 2 zu bauen, zumindest für die Supercars. Und das sollen wirklich road-legal, wie man so schön sagt, straßenlegale Fahrzeuge sein. Und dazu zählt zumindest laut Kategorie auch schon der Ultima GTR. Und das ist, glaube ich, so, das dürfte so der wildeste Straßenwagen sein, den man kaufen kann. Wir haben einen, haltet euch fest. Habt ihr festgehalten? Warte, ich halte mich auch kurz fest. 7 Liter V8 Motorchen hier drin. Das dürfte ein LS7 sein aus der Corvette. Mit 7 verdammten Liter Hubraum dementsprechend. Klingt er auch und geht er vor allen Dingen auch ab. Wir haben 650 PS und 720 Newtonmeter am Start. Und das nur rausgeschickt an die Hinterachse. Oh, guckt euch das mal an. 200, 220, 230, 240, 250, 260, 5. Gang, 270. Und ich muss jetzt langsam mal bremsen. Ich habe die Strecke noch nicht so drauf. Okay. Ein paar Meter später kommen wir auf jeden Fall rein. Ich habe die nur ausgesucht, weil die eben so eine schöne lange Gerade hat. Und weil man so ein bisschen hier driften kann. Der ist nicht das optimalste Driftauto, wer hätte es gedacht. Aber der ist nun mal auch ein fucking 7 Liter V8 Mittelmotor Rennwagen, ja schon fast. Das Ding wiegt keine 1000 Kilo. Hat Pirelli Picorsa Zero drauf, glaube ich. Das heißt eigentlich auch sehr griffige Reifen. Kurzer Radstand, Mittelmotor, also hier gibt es viele Indizien dafür, dass der eigentlich nicht quer will, sondern dass er genau das vermeiden will. Der will präzise und schnell auf der Strecke sein. Und deswegen sind meine Lenkbewegungen auch so ein bisschen hakelig und akut, möchte ich mal sagen. Aber ich wollte trotzdem mal schauen, ob es geht. Oh Gott, enge Kurve. Von denen ich doch ein bisschen quer kriege. Und ein bisschen geht der auf jeden Fall quer. Aber ich glaube, den Umständen entsprechend muss man vorsichtig sein. Ja, aber diese Leistung ist so brachial, Leute. Ganz leichter Drift. Ich habe es extra unten rechts mal eingeblendet. 580 PS, die gerade hier anliegen. 270, 280. Ja, 285. Jetzt musst du aber auch mal ran. Dann aufs Bremspedal. Dann mit dritten Gang auch gerne ran ans Gaspedal, gar kein Problem. Oh Gott. Also den wieder gerade zu stellen, bevor der Gegenpendler kommt, sehr, sehr schwierig. Da muss man wirklich delikat sein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä? Hat der Duki nicht vorhin gesagt, 650 PS und 720 Newtonmeter? Wieso erreicht er die denn hier nicht? Das liegt an der simulierten Atmosphäre sozusagen. Sprich, diese Strecke ist höher als der Meeresspiegel, liegt also über dem Meeresspiegel, und je weiter oben eine Rennstrecke liegt, desto weniger Sauerstoff ist da in der Luft. Die Luft wird dünner, sagt man ja auch so schön. Und dementsprechend hat hier so ein Saugmotor nicht so viel Luft, die er in die Brennräume packen kann, die dann entzündet werden. Unterm Strich kommt also weniger Leistung raus. Reicht natürlich nach wie vor zum Driften, weil es sind immer noch, oh Gott, ausgedreht, wie peinlich. Hat ja zum Glück keiner gesehen, wir sind ja hier alleine. Ja, der hat auf jeden Fall immer noch, ihr könnt es ja unten rechts nochmal sehen.
immer noch die 580 PS und 620 Newtonmeter, also da fehlen 100. Aber da kann man schon mal sehen, was das ausmacht. Ich habe den einmal aus Spaß einfach nur in Kanada getestet, in Montreal. Und da hatten wir 718 oder 715 Newtonmeter, also da waren wir fast an der Maximalleistung. Während uns hier natürlich ein bisschen was fehlt. So, 285 schon wieder. Ja, das ist etwas spät. Das ist etwas spät. Oh, das ist etwas... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist sehr tricky auf jeden Fall. Aber das war zu erwarten. Das ist auch in Automobilista 1 nicht anders. Das ist nun mal ein brutales, brutales Auto. Und denkt da, das ist die Straßenversion. Das ist nicht die Rennwagenversion, die es ja hier im Spiel auch noch gibt. Die ist ein bisschen leistungsschwächer, aber dafür... mit, anderer Fahrwerks- und Reifentechnik ausgestattet. Während der hier ja quasi noch road-legal ist, also... mit dem kannst du zum TÜV fahren und kriegst eine Plakette. Das ist übrigens eigentlich ein Kit-Car, also eins zum selber bauen sozusagen. Seit 1999 vertreibt Ultima diese Kits mit verschiedenen Motorkonfigurationen, aber deswegen gibt es den halt auch mit so einem Ballermann, mit so einem 7 Liter V8. Weil garantiert irgendwie jemand mal gesagt hat, jo, der passt doch da bestimmt rein, machen wir. Der Bremse schon, ich glaube, die Hinterreifen sind heiß. Oh Gott. 8000 Touren. Hochschalten. Der Sound reflektiert von der Mauer. 270, 280. Ja, wir müssen jetzt schon bremsen. Gerade waren wir ein bisschen spät dran. Und da will ich lieber mich schön vorbereiten hier für diese Kurve. Die ist nämlich schön lang gezogen. Geht schön im dritten Gang. Oh Gott. Und hat einen kleinen Huckel. Im ersten Teil, der dich direkt mal weiter rumschickt, als du es eigentlich gerne hättest. Okay, ja sorry, es ist nicht das schönste Fahren. Ich habe eine halbe Stunde, habe ich mich warm gefahren. Da waren ein paar schöne Drifts dabei, habe ich gedacht, yo, kann man zeigen, kann man ausprobieren. Ihr sollt ja auch mal sehen, wenn es nicht so perfekt klappt. Sonst sind meine anderen Videos und Livestreams ja fahrtechnisch immer lupenrei. Das kann ja jeder Abonnent mehr als bestätigen. Ja, guck mal, wie schön. Oh ne, nicht schön. Ja, das ist etwas schwer zu merken, wann dann der Gegenpendler kommt. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Der kann dich wirklich rausschicken. Das Problem war im Caterham nicht so krass. Den bin ich ja auch schon gedriftet vor ein paar Monaten hier in Automobilista 2. Was mir noch so ein bisschen fehlt, das habe ich in der Replay gesehen. Es gibt kaum... Mein Gott, jetzt ist aber... Okay. Ich glaube, wir haben die Reifen richtig geschrottet. Das können wir eben nachschauen. Das war hier und jetzt nach rechts, glaube ich. Ne? Ja. Oh ja. Obwohl, Temperaturen gehen eigentlich noch. 80 Grad hinten. 2,2 Bar hinten. Übrigens, kann mir jemand erklären, warum der Druck steigt, wenn wir stehen bleiben? Achtet mal auf den Reifendruck in Bar. Rundum wird er jetzt steigen. Und das ist auch, wenn du aus der Box kommst und die Reifen nicht mal wirklich warm sind oder so. Weil eigentlich müssten die Reifen ja jetzt abkühlen und mit der Zeit auch an Druck verlieren, weil ein weniger warmer Reifen, also warme Luft dehnt sich ja aus. Das heißt, wenn du 2 Bar im Reifen hast, machst du den 50 Grad wärmer und sind auf einmal 2,2 Bar drin. Schätzwert jetzt einfach. Und hier, obwohl die Reifen abkühlen, werden die trotzdem voller. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Asphalttemperatur dafür sorgt, aber dann dürfen die auch nicht so abkühlen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich will es nicht direkt schreien, Bug, scheiß Steuermodell, Sondern erstmal gucken, ob es da vielleicht eine Erklärung für gibt, wenn die jemand hat. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh Gott. Und wir machen jetzt nochmal ein leckeres Ründchen. Ah, diese Trompeten-Hallreflexion, die da von der Mauer kommt, wenn du da vorbeifährst. Sehr, sehr schönes Soundelement. Das Ganze mal ein W.
weniger Gas. Aber seht ihr hier, da ist ein Huckel. Und dann fängt er zu spielen. Dann kommt er rum, dann kommt er rum. Oh. Erstaunlich, wie stark man driftet in Automobilista 2, und das Gefühl ist auch so ein bisschen ähnlich in Project Cars 2, wie stark man da diese Drifts nur mit dem Gasfuß halten kann. Ihr habt gesehen, ich musste gerade kaum gegenlenken. Auch hier, ganz, ganz leicht. Solange ich den Gasfuß da nicht übertreibe, können wir da schön diesen kleinen Driftwinkel halten und damit dann aus der Kurve rauskommen. Oh, mach mal einen dritten. Ja, schön unterdurig. Huch, das war der erste. Nicht gut. Der dritte ist ein bisschen zu aufgeladen, er ist zu wild. Komm, sollen wir zum Abschluss nochmal eine Runde auf Zeit fahren? Ihr seht es oben links, ich habe nur noch 3 Minuten. Das liegt immer daran, dass ich im Automobilista 2 die Sessionlänge vorher bestimmen muss, weil ich sonst die Replay nicht aufzeichnen und wegspeichern kann. So, komm, fahren wir eine auf Zeit. Gang, 82, 85, jetzt bremsen wir mal so langsam. Wir lenken schon mal ein bisschen auf das Heck aufpassen mit leichten Stabilisierungsgasstößen. Oh Gott, oh Gott, nein, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen schnell sein. Alles klar. Okay, dann sind wir nicht schnell, dann sind wir einfach mal tot und ja, wahrscheinlich so 80.000 Dollar los, die dieses Auto bestimmt kostet. Ein paar Dellen an der Bande aber auch da gelassen. Alter Schwede, ey, ganz schön schwer. Ich muss aber auch dazu sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe hinten Flügel ticken rausgenommen, weil ich Bock auf Highspeed hatte. Und ich habe auch hinten ein bisschen den Stabi eingestellt. In der Hoffnung, dass er ein bisschen weicher quer geht. Es kann sein, dass ich ihn verstellt habe, der jetzt natürlich gar nicht mehr zum Schnellfahren geeignet ist. Aber ein schlechtes Setup ist wie schlechte Kleidung. Hey, sag mal. Es gibt kein schlechtes Auto, es gibt nur ein schlechtes Setup oder so. Ja, irgendwas mit schlechte Kleidung, falsche Kleidung, wenn es regnet. Es gibt kein falsches Wetter. Das ist so geil, dass wir bis 8000 Touren drehen und dann 220 auf dem Tacho stehen im dritten Gang, meine Lieben. Im dritten Gang. Weißt du Bescheid? So, jetzt hier einigermaßen sauber raus. Immer noch kein Vollgas, immer noch kein Vollgas. Jetzt so langsam Vollgas. Ein bisschen früher noch auf der Bremse. Nein, nicht zu quer. Kommt es krass. Oh Gott. Ja, da rum kommt es krass. Dritter Gang Vollgas ist echt schon schwierig, weil das Heck auch so ein bisschen am Tanzen ist. Das fühlt sich sehr, also recht nervös an. Aber wie gesagt, mit Motor angetriebener Hecktriebler mit 700 PS. Dass sich das also, also nicht wirklich wie ein normales Straßenauto fahren lässt, das sollte eigentlich jedem klar sein. Die Rundzeit pünktlich zum Sessionende. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat, und abonniert den Kanal für mehr geile Sim Racing Action. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Macht's gut. Tschüssi.